Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der White Frostig Map oder wie sie heißt, immer noch unterwegs. LS für Anfänger, obwohl ich mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, also wahrscheinlich bin ich der Anfänger, sage ich immer. Aber vielleicht kann ja der ein oder andere was mitnehmen und es wird interessant. Wir haben auf jeden Fall eine Göwal. Ballenpresse Kombination mit Wickler und das ist nicht unsere. Wir haben Auftrag angenommen und zwar wollen wir ein paar Ballenpressen und haben dazu ein bisschen Gerät gemietet und sind dann mit unseren Traktoren, die wir noch übrig haben, unterwegs, um diesen Auftrag abzuarbeiten und das wollen wir jetzt auch machen und der muss da noch. Okay, ich muss die Ballenpresse noch mit der Netzfolie füllen. Okay. Steht da jedenfalls. Warte mal. So, dann gucken wir mal, ob wir da noch Netzfolie haben. Ich habe da nämlich noch so ein... nicht da, vielleicht ist es ja Transporte Universal. Hoi, nö, Silage muss es sein. Haben wir da auch Netzfolie irgendwo? Nicht gut, dann schauen wir mal hier. Netzfolie, Add-on. Ja, gibt es für jeden Blödsinn eigentlich. Netzfolie. Ja, wir nehmen das da mal. Reicht für... Was sind der 45.000 Meter drauf? Konfigurieren. Ja, ist mir eigentlich egal, wie sie aussieht. Schwarz. Schwarz wäre cool. Das machen wir. Kaufen. Kostet ja ein Vermögen, das Zeug. So, dann füllen wir die noch auf. So, und vielleicht können wir uns denn selber mal... Also, so wie sie aussieht, ist sie aufgefüllt. Also ich würde sagen, sie ist aufgefüllt. Okay, da unten ist es zwar angezeigt, aber mehr kann ich ja nicht auffüllen. Aha. So. 100%, okay. Jetzt ist aufgefüllt. Aber ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. So, wo sind denn die ganzen Traktoren eigentlich hin? Die fahren noch da rum.
Der andere kommt da. Also sagen wir den hier auch. Komm, du musst jetzt dahin. Vielleicht macht er das. Und die Folie, die muss ich wahrscheinlich nochmal separat dahin fahren. Oder werde ich nicht so weit kommen mit der Folie. So, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber wir versuchen nochmal, den da hinzusetzen. Vielleicht fährt sie ja los. So, der John Deere, das ist meiner, der ist auf jeden Fall schon mal angekommen. Und der hat den Schwader auch dabei. Okay, ich würde aber sagen, wir fangen von der anderen Seite an. So, vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss hier noch ein bisschen was nachhelfen. Der steht nämlich jetzt da hinten rum. Das passt mir eigentlich nicht. Genau. Jetzt werden wir mal hier noch mit dem Mäher fahren. Bevor die restlichen Leute eigentlich da sind. Aufpassen auf die kleinen Rehe, genau. Ja, jetzt, oh, das habe ich genau gewusst. So, da hinten kommt schon der Abfahrer, aber die Presse fehlt noch. Ich muss mal gucken, ob die Presse eigentlich... Junge, fahr langsam, da ist Wasser. Ob die Presse schon unterwegs ist. Da noch mal kurz durchseppen. Das ist auch noch sehr gefährlich, was der da macht. So, ja. Okay, sie ist unterwegs. Geht jetzt einfach einen Moment, bis es da ist. Und das Ziel ist irgendwann, damit wir uns eine eigene Presse mieten können. Oder kaufen können. Wir wollen auf jeden Fall nicht unter 100.000 kommen. 100.000 ist unser Startkapital. Wir sind schon bei 110.000 und haben momentan noch kein Minus bei der Bank. Und wollen das eigentlich auch so belassen. Das ist alles Plus, was da oben steht. So, sehr schöne Wiese hier, aber da muss man ein bisschen
selber mithelfen hier, sonst wird es nichts. So, läuft das Teil? So, die Presse ist noch nicht da, so wie es aussieht. Vielleicht haben wir ja bis denn das alles runtergemäht.
So, die Göwei Master Ballenpresse habe ich so noch gar nicht ausprobiert. Oder Göwei Presse. Oha. Ist auf jeden Fall noch unterwegs, wird demnächst wahrscheinlich ankommen. Ich glaube, da oben kommt sie. Ja, nein, doch. Keine Ahnung. Irgendwas Blaues kommt, aber der Trecker, der wackelt so. Ich kann das nicht genau erkennen. Nee, komm nicht. Ist schon da. Alles klar. Kann der das eigentlich auch hier? So, da wollen wir die Technik mal hier im Einsatz sehen. Also von der Leistung her schafft es unser Traktor, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Okay.
ich eigentlich nicht schwarze Folie genommen. Und irgendwie hängen die Räder in der Luft, weil der Pickup zu weit unten ist. So, jetzt. Meine Güte, ist schon voll. Okay, gibt doch mehr Arbeit, wie ich gedacht habe. So, da hinten haben wir auch noch mal, ja? Puh.
So, das läuft wieder hier. Aber es gibt noch ordentlich zu tun. Wir werden mal die ersten Ballen aus dem Weg räumen. Das können wir auch schon. So, die Presse läuft. So, aber könnte ich noch stundenlang weitermachen, aber da würde das Video stundenlang gehen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.